Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind mit einem Menschen, der mich jedes Mal aufs Neue zu begeistern weiß und der definitiv beim letzten Live-Event alles abgeräumt hat, was man abräumen kann. Dirk Kräuter, schön, dass du da bist erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, super. Ich freue mich vor allem, weil du bist ja einer der erfolgreichsten, nicht nur Verkaufsmänner, sondern inzwischen auch Online-Marketer in Deutschland. Mehr als 8-stellige Umsätze oder, um es konkreter zu sagen, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das ist ein Haufen Geld. Und wie hast du das gemacht? Also nicht nur ich würde es gerne wissen, sondern auch, glaube ich, sind da draußen ein paar tausend Leute, die das auch gerne wenigstens in Zügen nachmachen würden. Im Schwerpunkt zwei Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich ist wirklich die offenen Seminare. Mhm. Und der andere Geschäftsbereich sind die Online-Kurse, so formuliere ich es mal. Und beides hat eine Besonderheit und darauf muss jeder achten, wenn er anfängt, nämlich du brauchst etwas, was skalierbar ist. Wenn du was, was ich irgendwas auf Stundenlohnbasis machst, dann hast du immer den Engpass Zeit. Du wirst nicht mehr als 8, 10, 12 Stunden pro Tag liefern können und dafür das Geld. Das heißt, du wirst an eine Wachstumsgrenze ganz schnell stoßen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du ein Geschäftsmodell hast, was du hochskalieren kannst. Bei mir macht es für mich keinen Unterschied, ob da 1500 oder 3500 in der Halle sitzen. Aber es macht natürlich vom Umsatz her einen großen Unterschied. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, ist einfach diese, erstens, dass die Anzahl der Menschen, die da ist, deine Kosten nicht so signifikant mitsteigen lässt. Also das ist das Wichtige am Skalieren, weil viele Leute sagen, ja, ich habe halt ein Business, das lässt sich skalieren, aber wenn die Kosten mit skalieren, dann ist es auch schlecht skaliert. Also da muss man auch ganz stark aufpassen auf jeden Fall. Und das Zweite, was du sagst, ist überhaupt das Skalierbare. Viele Leute machen 100.000 Euro Umsatz im Jahr damit, dass sie selber sehr viel Zeit investieren. Ja. Aber du musst halt überlegen, wie kriegst du es hin, dass du idealerweise keinen einzigen Finger mehr krumm machen musst. Das ist so ein Traum, den alle haben. Passives Einkommen, bla bla bla. Das wird so nie passieren. Ich möchte ein paar Begriffe unterteilen. Angestellter ist, glaube ich, klar. Mhm. Ne? Du hast einen Arbeitsvertrag, tauscht Wissen, Zeit, Arbeitskraft gegen monatliches Einkommen. Selbstständig bedeutet, du bist selbst, aber ständig. Mhm. Und damit bist du nicht skalierbar. Mhm. Und das Dritte ist der Unternehmer. Und der Unternehmer ist eben skalierbar über sein Geschäftsmodell oder über seine Anzahl der Mitarbeiter. Also je mehr Mitarbeiter, zum Beispiel bei mir, wenn ich Telefonverkäufer habe, je mehr Telefonverkäufer ich habe, desto mehr Umsatz mache ich, desto mehr Geld verdiene ich. Das ist hochskalierbar. Bei einem Online-Kurs ist es egal, ob 500 den gucken oder 5000. Das ist einmal den Aufwand und gut ist. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, immer genau zu überlegen, bin ich Unternehmer mit einem skalierbaren Geschäftsmodell? Ja, klar, sehe ich. Wenn ich jetzt am Anfang stehe und ich bin eben vielleicht selbstständig oder ich möchte mich gerne selbstständig machen, wie kann ich denn sicher gehen, dass die nächsten Schritte mich in eine Richtung führen? Oder wie hast du denn sichergestellt, dass die Schritte dich in eine Richtung geführt haben, dass du eben skalieren konntest? Wirklich sicher sein kannst du nicht, aber das Beste ist, dass du guckst, wo gibt es vergleichbare Geschäftsmodelle, die funktionieren und schlussendlich diese ein Stück weit kopierst, respektive adaptierst. Das kann in einer komplett anderen Branche sein. Es gibt eine schöne Geschichte von der Deutschen Post. Die Deutsche Post hat sich mal die Logistikprozesse der Formel 1 angeguckt. Das heißt, sie sind eine Saison lang, sind die Logistikleute der Deutschen Post immer mit dem Formel 1-Zirkus gereist und haben nur geguckt, wie laufen die logistischen Prozesse, dass die Fahrzeuge jedes Wochenende an einem anderen Ort sind auf diesem Planeten und dass das alles funktioniert. Und davon haben die dann ihre Prozesse abgeleitet. Und das ist die Idee. Guck ruhig in andere Branchen. Was haben die für Prozesse und Abläufe? Wie funktionieren die Geschäftsmodelle und wie weit kannst du die auf dein Business adaptieren, übertragen? Das ist der Gedanke. Das ist vor allem auch, glaube ich, das Wichtigste, was Leute immer fehlverstehen, ist, dass sie immer was komplett Neues erfinden müssen. Das ist nicht der Fall, sondern gerade wenn das Rad schon existiert, dann nimm das Rad, nimm den Motor, nimm alles, was schon besteht und baue es so zusammen, wie es vielleicht sogar schon jemand gebaut hat. Weil ein Auto, das eben ein Auto ist, das funktioniert, weil es ein Auto ist. Und dann ist es eben auch einfach, das nächste Auto zu bauen, was aber angepasst ist. Ja? Und das ist eben der Stichpunkt. Also es muss nicht was komplett Neuerfundenes sein, sondern etwas, was angepasst ist an deinen entsprechenden Zielkunden, an das, was du auch gerne machen möchtest. Also Punkt 1 ist auf jeden Fall, hast du gesagt, skalieren. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Was würdest du sagen, was ist so der zweite von vielleicht den drei wichtigsten Punkten? Bei mir war es auf der Punkt, nicht groß genug gedacht zu haben. Also du musst groß denken können, um anschließend auch wirklich Großes zu erreichen.
Und die meisten haben das nie gelernt. Ich musste das auch erst lernen. Der entscheidende Punkt ist dabei auch das Umfeld. Dass du ein Umfeld hast, was dich so unterstützt, dass du groß denken kannst und dass du auch wirklich groß machen kannst. Nicht nur klein, klein. Gibt's ja. Gerade auch, wenn man anfängt, hat man ja viele Leute, die einem sagen, das ist Quatsch, das kriegst du nicht hin. Ja. Und ich hatte von Chris irgendwann letztens einen Post gesehen, wo auf dem Bildchen stand, der Einzige, der an mich geglaubt hat, war ich. Ja. So, und das ist leider tatsächlich so, weil die Welt versucht, dich erstmal zurückzureiten. Ja. So, und da hattest du der große Dirk Kräuter, zu dem man heute geht, wenn man Hilfe braucht. Da hattest du irgendwann mal eine vergleichbare Situation. Das ist immer schwer zu glauben. Ja. Es war ganz, ganz, ganz oft so. Natürlich war das so. Es gab sogar mal eine Lebenspartnerin, die so war. Das ist natürlich das Schwierigste, wenn du zu Hause jemanden hast, der komplett auf der Bremse steht. Dann, das ist das Schwierigste. Also das ist, man sagt ja, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau auch. Es ist so und das ist auch umgekehrt so. Hinter einer erfolgreichen Frau steht auch ein starker Mann. Aber auch einer, der wirklich da groß denken kann und der sagt, komm jetzt hier, auch heute gibst du Gas. Ja. Ja. Also das Umfeld ist ein Faktor, der unwahrscheinlich oft unterschätzt wird. Das hast du die richtigen Leute um dich herum. Wie hast du das geregelt? Wie hast du es geschafft, größer zu denken? Wie hast du es geschafft, aus deinem Umfeld rauszukommen vielleicht auch? Der erste Punkt ist, ich habe mir mein Umfeld zumindest beruflich so gesucht, weil ich die richtigen Mitarbeiter eingestellt habe. Also es ist der Riesenvorteil als Unternehmer, du kannst halt auswählen, mit wem du arbeitest. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe auch immer wieder Kontakte abgeschnitten. Also wenn ich festgestellt habe, das bringt mich nicht weiter, bei aller Liebe macht es keinen Sinn, haken kann. Da muss man auch so radikal sein, das stimmt. Also du musst ihm ja nicht persönlich die Freundschaft kündigen, aber du lässt es einfach einschlafen. Ja, du rufst nicht mehr an, du kümmerst dich nicht mehr drum und so weiter und du lässt es einschlafen. Man sieht sich dann vielleicht noch ein, zweimal im Jahr und dann begrüßt man sich herzlich und hat einen netten Smalltalk, aber du pflegst dann diesen Kontakt nicht mehr, sondern fokussierst dich auf neue, die besser passen zur aktuellen Lebenssituation. Und das war für dich, war das viel der Fall? Hast du viele Leute gehen lassen? Ja, absolut. Und ist auch heute noch so. Es ist wirklich ein... Also es gibt einen inneren Kreis, aber da drumherum ist ein regelmäßiges Kommen und Gehen. Ja, glaube ich dir. Was ist der von diesen drei Punkten dritte Punkt, wo du sagst, das ist neben den ersten beiden Punkten vielleicht das Entscheidendste, was du gemacht hast? Also dieser Punkt ist auch elementar und da erwartet keiner was anderes von mir. Du musst verkaufen können. Also das ist, ja, weil es ist... Viele sagen, ja, ist nicht so wichtig, ich bin eher der Entwickler, ich bin eher der Zahlenfreak und so weiter. Ja, ist alles gut, aber du musst verkaufen können. Du musst verkaufen als Arbeitgeber, um die richtigen Leute zu kriegen. Du musst verkaufen können, um deine Lieferanten im Preis zu drücken. Du musst verkaufen können, um deine Kunden zu überzeugen. Du musst verkaufen können, um die Medien, die Presse zu überzeugen. Das ist alles Verkaufen. Wenn du das kannst, ist das Leben deutlich leichter. Und die meisten Unternehmen scheitern wirklich daran, dass sie das, was sie haben, nicht kommunizieren, nicht verkaufen können. Ich hatte für mich persönlich, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, es ist schon ewige Jahre her, dann hatte ich so diesen Moment, wo ich realisiert hatte, dass ich für den Rest meines Lebens einfach durchkommen werde, weil ich einfach reden kann. Weil ich bin einfach, ich habe das Glück, ich bin talentiert, einfach meinen Mund aufzumachen und Sachen zu sagen, die irgendwie so funktionieren, dass ich bekomme, was ich will. Und auf dem Talent aufbauend habe ich eben mich auch noch viel gebildet und weiter geschult. Und das war so dieser Moment, wo ich für mich realisiert habe, okay, ich kriege es eben zu bekommen, was ich will. Und egal jetzt in welchem Ausmaß, aber immer genug, um keine Probleme zu haben. Und das hat für mich unglaublich viel Ruhe gebracht, auch als ich das verstanden habe. Und diese Ruhe, das ist etwas, wenn man versteht, man kann verkaufen oder wenn man lernt, wie man verkauft, dann kommt viel Ruhe ein, weil man wird immer in der Lage sein, irgendwie eine Lösung zu finden, weil man sich verkaufen kann. Es ist, nimm mal ein Bild mit, das Bild mag ich sehr, das ist das Bild einer Katze. Wenn du hier eine Katze hast und du stößt sie runter, die Katze landet immer auf den Pfoten. Du nimmst eine Katze, wirfst die hoch, die dreht sich vielleicht, aber die landet immer auf den Pfoten. Und das ist das Bild, was ich im Kopf habe, egal was ich mache. Ich werde immer auf meinen Pfoten. Schönes Bild, sehr, sehr schönes Bild. Tja.
Ja, eine Sache, die wir beide gemeinsam nutzen, das sind Mechanismen. Und damit würde ich das auch gerne für heute abschließen, aber das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt für Leute, die die Punkte vorher schon teilweise echt beachten. Da ist immer noch die Frage, okay, Dirk, ich mache das alles, ja, also ich kümmere mich um das alles, ich bin auch schon in einem skalierbaren Modell und ich kann auch verkaufen, aber was sind denn die Mechanismen, auf die ich zurückgreifen muss, um eben 10 Millionen Euro Umsatz in einem Jahr zu machen oder wenigstens einen Teil davon? Das eine ist skalierbar, du musst multiplizierbar sein. Die Welt da draußen muss von deinem Angebot erfahren und du musst ihnen die Entscheidung, das zu kaufen, so leicht wie möglich machen. Und vielleicht auch noch, du wirst das nicht alleine schaffen. 10 Millionen machst du nicht alleine. Da brauchst du ein Team für, da brauchst du den richtigen Partner für. Du musst auch bereit sein, was von dem Kuchen abgeben zu können. Also nicht immer zu sagen, die ganze Torte ist mein, sondern gib mal 3 Stückchen ab und dadurch wird die Torte nachher sogar noch größer. Du hast auch gerade fast 40 Mitarbeiter und mindestens einen genialen strategischen Partner, den ich persönlich kenne, von dem ich weiß, dass mit ihm zusammenzuarbeiten definitiv jeden Kuchen größer macht. Wie viele Leute hast du momentan, natürlich ist jeder in deinem Team, spielt eine signifikante Rolle, aber wie viele Eckpfeiler hast du vielleicht in der Kategorie, wo du sagst, daran scheitert es oder damit steht es? Ja, also es sind bei mir im Grunde genommen meine 4 Führungskräfte. Also bei den 4 muss alles gut laufen. Wenn da ein Fehler drin ist, wenn da einer nicht richtig funktioniert, dann habe ich ein Problem. Alle anderen Mitarbeiter, hört sich jetzt doof an, sind aber an der Stelle ersetzbar. Ja, verstehe ich. Und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, das ist ja gut gemeint. Mit ersetzbar heißt es ja einfach, dass die bestimmte Fähigkeiten haben, die sie für diese Rolle in dem Moment sehr, sehr, sehr signifikant wichtig machen. Und im gleichen Punkt ist es aber auch so, dass die Führungskräfte bestimmte Fähigkeiten haben, die sie eben für eine Rolle in der Führungskraft nochmal auch wichtig machen. Spannend auf jeden Fall zu sehen, viele Leute da draußen sagen mal, Manuel, du redest davon, wie du irgendwie 10.000 da machst und der Dirk erzählt was von 10 Millionen da und dann erzählt wieder einer was von 100.000 da. Das sind alles so große Zahlen, ich glaube euch das nicht, das ist Bullshit. Und der Punkt ist, der Hauptgrund, warum die Leute das nicht glauben, ist, weil die Leute nicht verstehen, was da hinten dran steht. Weil es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und auf einmal habe ich 100.000 gemacht. Das ist nicht das, wie es funktioniert, sondern da sind dann eben Mitarbeiter, da sind eben Vertriebswege, die da etabliert sein müssen, das sind Prozesse, sind Produkte, da ist jahrelange Arbeit hinten dran. Ja, aber dann ist es eben auch sehr, sehr möglich. Und was bei dem einen anfängt mit 1.000 und sich dann weiterentwickelt zu 1 Million, das hört bei dem anderen vielleicht bei vor 10 Euro schon auf, weil er eben nicht diese Prozesse aufbaut, weil er eben nicht dranbleibt. Und jemand, der an der Position ist von Dirk, der hat eben nicht mal eben gestern 100.000 gemacht, weil er aufgestanden ist, sondern der hat eben 100.000 oder 10 Millionen, weil er eben 10, 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang sogar dafür sich den Arsch aufgerissen hat und einfach gemacht hat, was notwendig ist, um dahin zu kommen. So, und jetzt sind wir ja ungefähr gleich alt und deswegen freue ich mich auch darauf. Also du hast vielleicht 5 Jahre Vorsprung oder 2 oder 3. Und wenn ich dann auch da bin, dann denke ich, ist 10 Millionen vielleicht auch irgendwo realistisch. Und zwar nicht, weil ich smart bin, nicht, weil ich gut aussehe. Es ist beides offensichtlich nicht der Fall, sondern das, was der Fall ist, ist, dass ich einfach die Dinge mache, die notwendig sind. Und deswegen freue ich mich auch, mit Menschen wie dir in Kontakt zu sein, die den Weg gegangen sind, die auch schon Menschen sind, zu denen auch ich immer noch aufschaue in vielen Punkten. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du hier bist. Manuel, herzlichen Dank. Schön, dass du deine Weisheit sehr getan hast. Dirk. Sehr gerne. Alle Infos, die ihr jemals brauchen werdet, alle Links und auch das Buch packen wir in die Infobox, oder? Perfekt. Machen wir genau so. Bis dahin, Leute. Alles Gute. Ciao dir.